eine Party am Laufen. Ab 18 Jahren könnt ihr mit dabei sein. Gaming Meets Party. Mit Zocken, mit Tanzen, mit entspannten Preisen. Lohnt sich auf jeden Fall, damit vorbeizukommen. Weitere Infos findet ihr dazu unter Ausrufezeichen Party im Chat. Ja, und somit haben wir das Game jetzt angefangen. SDN gegen Ruven. Und beide konfrontieren sich hier auf jeden Fall schon mal auf eine sehr gute Art und Weise. Nämlich, beide gehen hier schon mal aggressiv aufeinander zu. Ja, wir sehen hier nicht allzu viel Neutral-Game seitens von einem Wolf, sondern eher das frontale FR reingehen. Ja, jetzt wird das Neutral-Game ausgepackt. Man muss da auch wirklich aufpassen, wann in welchem Moment du von oben reingehst. Kann schwerwiegende Konsequenzen haben. Jawohl, da habe ich einen Grab reingepackt. Jetzt geht es, die Edge zu covern. Ja. Aber Ike hat auch einfach so eine Power hinter seinem Angriff. Ne? Also holla die Waldfee. Ja, 172% auch schon, ne? Also. Ja, ja, genau das hat ihm gefehlt. Einfach nur ein Kill. Aber dafür steht da hinten Ike auch, ne? Also der sieht zwar von der Größe her aus genauso wie jeder andere Charakter, aber der kann auch einfach mal ganz gerne bis zu 190% auf der Plattform noch mitstehen. Mhm. Und dich auch bei 70-80% einfach mal locker easy rausholen. Ja, das stimmt. Gerade mit Rage ist er dann doch sehr scary. Gar nicht so im Neutral verbleiben, geht dann lieber auf direkte 1 gegen 1 Konfrontation im Mini-Bereich. Schöner Uptick. Ja. Jump gecall-outet. Ja, SDN jetzt hierbei schon bei 146%. Ja, 158 hat ihn rausholen können. Okay, also der Wolf von Ruven, ja. Mhm. Normalerweise eher mit Chrom unterwegs. Aber sowohl SDN als auch Ruven spielen gerne mal auch Wolf. Ja, hat man heute im Doubles gesehen. War gut. Wir haben die beiden Wolf gespielt? Ja, wir hatten ein Double-Double-Wolf gesehen heute. Oh, okay. Also hätte ich auch tatsächlich gegen ihn gespielt. Da schätze ich meine Chancen auch höher ein als gegen Ike und Chrom. Auch das war vollkommen verständlich. Aber Wolf ist zwar auch ein, ja, wirkt zwar recht fix, ist er auch, aber im Gegensatz zu Fox hat er ja auch die Möglichkeit, halt deutlich stärkere Hits rauszuholen. Chrom hingegen wäre ja die schnelle Variante. Ja. Na? Was sagst du dann? Lieber so ein Powerhouse, wie es Ike ist? Oder dann eher doch Chrom? Also, ich glaube schon, dass Chrom der bessere Charakter ist. Mhm. Aber ich weiß auch nicht. Also SDN ist halt einfach ein Character Specialist. Der bleibt halt einfach bei seinem Charakter und der ist inzwischen halt so gut, dass man den Charakter kennen muss, um ihn zu besiegen. So praktisch. Das kann schon von Vorteil sein, wobei in Deutschland doch schon viele Ikes eine Zeit lang rumgedaddelt haben. Inzwischen nicht mehr so. Und die Dash Attack, ja, die ist halt wie wahrscheinlich ein Missklick. Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen mit bei Ike, meines Erachtens so ein bisschen Bread and Butter, ne? Seine ganzen ja, Air Attacks und selbst in Neutral Air, der covert unten ab, der covert oben ab, der covert nach vorne ab. Also sehr viele Möglichkeiten, wie du das jetzt nachher im Endeffekt nutzen kannst. Mhm. Und auch für eine Combo-Eröffnung. Super.
Im Losers hat jetzt gerade Nice Face gegen Ian gewonnen, 2-1. Okay. Mal schauen. Ja, ja, auch das ist viel Bread and Butter bei Wolf. Einfach diese Fair Strings bekommen und Down Throw Dash Attack, Tech Chases. Muss man die näher noch kennen. Man muss wissen, wann man aggressiv spielen muss und wann nicht. Bei Wolf wird signifikant besser, wenn du den wenn du den Laser einfach gut einsetzt. Also einfach manchmal sich nicht reinbaiten lässt, sondern einfach reinschießt und ein bisschen den Gegner denies. Und sobald der dann wieder auf dich zukommt, spielt man halt wieder aggressiv. Ja, genau. Ja, du versuchst einfach eine Aktion oder Reaktion zu provozieren dadurch, ne? Dass ja. Der Gegner versucht, irgendwie einen Winkel auf dich zu finden, aus dieser Neutral-Situation rauszukommen. So. Okay. Oh. Okay, nice. Ja. Rein. Aber halt schon wieder Lead gerade für Rufen gewesen. Der ist halt schon echt gut. Ich dachte, er ist so ein bisschen rusty vielleicht. War lange nicht auf NEZ, auf ein paar anderen Turnieren hin und wieder mal zu sehen. Aber das sieht jetzt gerade nicht mal schlecht aus. Nicht mal mittelmäßig, sondern sehr gut. Also schaffst du es hier auf jeden Fall alle Male mitzuhalten. Ja, voll. Das ist auch. Und davon gibt es im Moment tatsächlich auch echt nicht allzu viele Spieler. So bei SDN. Er ist schon sehr solide. Und bei seinem letzten Turnier, ich glaube das war das letzte, Epitech Chase in Berlin. Und konnte auch nur vom besten Spieler aus Deutschland besiegt werden. Ansonsten konnte keiner Setzungen gegen ihn. Ui. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Ja. So kann man auf jeden Fall ganz gut aufs Deutschland-PR kommen. Ich schätze schon, dass SDN Top 20 sein sollte. Reißt halt nicht so viel wie jetzt andere unbedingt, aber delivered. Oh, okay. Kein F-Tilt hier. Back, ja, back for kill. Bei über 200%. Alles andere wird reißt. Okay, also Flora mit dem 2-0 über Hollow Man. Auch eine gute Leistung. Und Beisel 2-0 gegen Squall. Oh, nicer Parry. Was macht der jetzt raus? Momentan sieht das echt super aus. Ordentlich Pressure, die er dir hier aufbaut. Das ist ja nicht so viel Zeit zum Atmen. Aber der weiß sich da raus zu bewegen. Und auch jetzt da, das ist wieder patient. SDN ist halt sehr genau, ne? Also, es ist manchmal nicht so leicht, um die Plattform rumzuspielen. Weil der Charakter eben, wenn du jetzt einfach nur Full Hop machst, dann landet der Charakter eben auf der Plattform. Und dann musst du halt nach unten halten, damit er da durchgeht. Ja. Und musst an den richtigen Stellen auch angreifen, weil wenn du angreifst, auch wenn du im Full Hop bist, also so über der Plattform, du landest halt drauf. Ja. Deswegen ist alles so ein bisschen Micro-Movement, das man lernen muss. Ich persönlich, mich stört sowas. Jump ist aber noch drin. Okay. Ja, da ist er noch. Krass, ey, heftiges Comeback hier von der SCM. Das erste Game hat aber Ruben gewonnen, oder? Ja. Ich werde ihn mal fragen. Ja, mach mal kurz. Ne, war doch, oder? Okay. Ja, bei dem Best of Five, da achtet man dann ja noch nicht so am Anfang. Ja, also, doch. Doch, 2-0 für SDN. Das ist lustig. Ich sitze hier, ich kommentiere und so. Mhm. Und auf einmal geht es 2-0. Und ich merke es nicht mal. Ja, weil wir auch die ganze Zeit drüber geredet haben, so kann mithalten und so. Hm. Ich hatte irgendwie das Gefühl, es war ein 1-1. Aber... Oh!
Ich weiß nicht, was er da versucht hat, weil die Zeit wie. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Oh, ist das. Nicht an der Stelle. Ja, also. Rufen versucht jetzt halt auf Hard Punishes zu gehen. Und auf sowas fällt SDN einfach viel zu selten rein. Das lohnt sich nicht. Dafür ist er zu sehr bei sich und sein Gameplay. Ja, ne? Genau. Sein Plan. Ja, man merkt schon. Es versucht jetzt einfach schnell diesen Kill zu bekommen. Wir sehen, und wird da immer wieder gepunished. Ja. Und wieder auch hier. Ja, das ist ein Lied jetzt. Schön. Hau da rollt da rein. Ja, jetzt, also das Game ist ja was ganz anderes. Ja. Mal, ne? Mal schauen, also wenn Ruben hier den Stock nochmal holen kann, kann ich mir vorstellen, dass er sein Mindset resetten kann. Wobei ich denke, dass er das jetzt schon geschafft hat. Aber solange der. Ja, ja, okay, jetzt ist ja der Kill halt, ja, da. Okay. Und jetzt geht's auch weiter, weißt du, jetzt kannst du wieder Damage machen und alles. Davor, wenn du einfach jemanden die ganze Zeit nur fast killst, immer nur ein Hit landest und der fliegt dann weg und dann ist Reset. Ja, da. Das ist halt kein Progress. Aber jetzt kann er langsam progressen. Ja, richtig. Das macht dich auch irgendwo ein bisschen unruhig in der Nähe. Ich hab mich schon gefragt, was er mit dem Upthrow machen wollte. Aber ja, er geht halt immer noch für den Hard Punish. Also er denkt, ja, ich brauche jetzt irgendwas, um diesen Stock zu holen. Ja, mit 150%, er muss halt schon irgendwas kriegen. Ne? Ja. Er hat ja sogar den Down Smash bekommen, aber es hat nicht gekillt. Nee, und dann greifst du auch wirklich jeden Strohhalm, den du sehen kannst. Ne? Ja. Oh. Oh, und die Abi. Du nicht den kürzeren ziehst, dabei killt. Oh. Und das ist 3-0 für SDN, aber ich finde Ruven, ja, wie wir schon gesagt haben, echt gut mitgehalten, hat auch Spaß gemacht zuzusehen. Auf also man hatte jeden nicht Fall das Gefühl, dass da jemand gestompt wurde. Nee.